Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Poke Park. Pikachus großes Abenteuer. Ja. Und im letzten Part haben wir hier das Bisasam-Rennen mit Celeste gewonnen, um über die Brücke gelassen werden zu werden von Gek Arbor. Denn Gek Arbor lässt uns erst über die Brücke. Und wir müssen über die Brücke, weil wir unsere Freundin Endivie zurückholen müssen. Ich meine, was soll das? Was soll die Scheiße? Hey. Ich hab ja gerade Dings hier, Celeste hat gemacht. Die Bonusleistung geknackt? Reden wir vom selben Pokémon? Wie hat er denn das geschafft? Nein, vergiss es einfach. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Das juckt mich nicht im geringsten. Ob ich in Wahrheit selbst gerne schöne Sprintspiele und mit euch daran teilnehmen wollte, um euch meine Bonusleistung zu knacken? Um auch meine Bonusleistung zu knacken, das tut mir leid. Ach was, wo denkst du hin? Los, ich lass dich durch. Man sieht dich. Ja, keine Ahnung, dich tackle ich auch noch weg, Alter, ich schwör's. So, hier ist eine kleine Insel. Sozusagen auf der Karte. Da hängt ein Bild von einer Bäre. Können wir das tack... Bringt nix, okay. Also an... Blitzen können wir auch nicht. Ist hier irgendwas noch? Nee, also ich sehe jetzt nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Da steht uns der nächste schon im Weg, ne? Hey! Was willst du? Du scheinst ein echtes Talent für Lauf zu besitzen. Du wirst mit einem Kampf nur zwischen dir und mir. Wenn du gewinnst, lasse ich dich hier durch. Was gibt's da noch groß zu überlegen? Los geht's. Kämpfe sind eine Form des Wettstreits, bei denen sich zwei Pokémon unter Einsatz ihrer jeweiligen Attacken raufen. Gewonnen hat derjenige, der innerhalb der vorgegebenen Zeit die Energie des Gegners auf Null absenkt. Als dein Energievorrat erschöpft, hast du verloren. Schwächer deinen Gegner, indem du ihn aus dem Sprint heraus anrempelst oder mit deinem Donnerblitz behagst. An den Bildschirmanzeigen kannst du ablesen, wie viel Energie dir noch bzw. dein Gegner noch bleibt. Achte darauf, dass du gegnerische Angriffe stets ausweichst, um deinen Energievorrat zu schonen. Okay. Dann geht's los und... Komm her, Mankey. Komm her. Anna, nein, du musst doch treffen. So, gut. Halt's Maul, Mankey. Kannst sterben. Was hast du vor, hä? Bats, Alter. In your ass. Was? Ich soll verloren haben? Na gut, wie steht's mit Bord? Du darfst passieren. Wenn du es wieder flor willst, dann halte ich hinter der Brücke links und lass dir von Klibunkel das Tor öffnen. Dann bis bald. Ich werde weiter an meinem Kampfstil arbeiten. Damit ich dich das nächste Mal ganz sicher verprügeln kann. Ja, du hast gehört. Ich will unbedingt eine Revanche. Mankey ist jetzt dein Freund. Danke, Mankey. Wir sind jetzt Freunde. Huch, was passiert jetzt? Ein Panflamme ist hier, um zu trainieren. Oh. Oh. Und Mirapla. Und so viel. Und irgendwie sieht diese Welt doch toll aus, ne? Also, ich meine jetzt wirklich mal. So, fragen wir mal Mirapla, was denn? Was ist hallo? Hallo, Mirapla. Ach ja, der Gauk in der Grünzone ist einfach alles so wunderschön grün. Aber angeblich besteht eine andere Zone hier im Pokepark sogar aus einem riesigen Blumenmeer. Grün zufolge blüht dort auch eine äußerst seltene Pflanze. Hör mal, ich spiele total gerne Verstecken. Oh nein, kann das Verstecken spielen? Oh, Mirapla kann sich echt gut tarnen, ne? Gut, dann verstecke ich mich jetzt. Halt auch schon nach einer rosafarbenen Blume. Wehe, du findest mich nicht. Okay. Rosafarbene Blume, hier sind viele. Lol, das Viech versteckt sie einfach unter im Boden, Alter. Wenn du dich die Fresse halten könntest, ne? Dann würde man die auch viel schwerer finden. Das ist mal ernsthaft. Hihi, du hast mich gefunden, aber ich bin froh, dass du mich entdeckt hast. Ja, so wird es wahrscheinlich ewig da in der Erde hacken, ne? So, hier sind noch mehr Pokémon, Alter. Was? Hallo? Du, hör mir mal zu. Ich war gerade auf Hochtouren, dass ich Kopfüber aus dem Sprint in einen weißen Baum gebrettert bin. Und soll ich was sagen? Ist ein Bär herabgepurzelt. Ach ja, ich bin eben ein Held. Willst du auch mal ausprobieren? Wollen wir Fang spielen? Okay, ja, von mir aus. Los, versuche mich zu fangen. Und dann tacken wir mal den weißen Baum da gleich. Gut.
Und erstmal tacklen wir, erstmal machen wir ihn kaputt. Und dann ist der weiße Baum dran. Bleib doch stehen! Mensch! Wo willst du denn ganz hin? Fangen, Alter. Oh nein, ich hab verloren. Komm, lass uns Freunde werden. Ich zähle auch allen meinen Geschwistern von dir. Dann sind alle Griffe im Pokepark deine Freunde. Cool. Dann haben wir 100 zum Preis von einem. Huch. Ein Ambi-Düffel ist eingetroffen. Ein Ambi-Düffel. Oh. Nur 10 Bären. Ich wollte nicht. Es tut mir leid. Ambi-Düffel, wo ist das? Da hinten. Hallo, Ambi-Düffel. Hi. Ich würde jetzt so gerne an einem Besaflor-Spiel teilnehmen. Ich kenne da nämlich einen Trick. Lässt man die Lianen los, wenn sie gerade den Tiefpunkt passiert hat, sollte man eine besondere gute Leistung erzielen können. Probier's doch mal aus. Ah, sehr gut. Ich war gerade auf der Suche nach einem Gegner. Lass uns gegeneinander kämpfen. Ja. Gut, dann geht's jetzt los. Kämpfen. Oder aber drei Boxen. Und du wirfst mit Stein nach mir. Das ist nett. Das ist nicht sehr nett. Ambi-Düffel. Man schmeißt nicht mit Stein. Und eigentlich ist es auch ein bisschen fies, ne? Ich meine, ich brate dieses Vieh mit Donnerschock. Ah! Nein, wo machst du denn hin? Jetzt aber. Fertig gemacht. Fertig. Gut gemacht, du hast es drauf. Lass uns Freunde werden. Ambi-Düffel ist jetzt dein Freund. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal in diese Schlangenpfad hier lang. Gucken, ob da noch vielleicht irgendwas hockt. Hier können wir uns zwischen Weg entscheiden. Okay. Da ist ein Kap. Hey, Kappador. Kappador ist jetzt. Ist hereingeplanscht. Hey, Kappador! Nein, damit, das wollte ich nicht. Ich wollte mich nur umdrehen. Darf ich mich bitte wieder. Ich würde gerne aus diesem Bildschirm raus. Danke! Da hinten ist es. Bleib mal stehen! Kappador! Sind meine Barthaare nicht toll? Ich mache den Namen Kappador. Alle Ehre! Na nu, ist dir etwas langweilig? Dann hast du bestimmt Lust auf eine Party fangen mit mir. Ist okay. Gut, geht's los. Gib alles und versuch mich zu fangen. Okay. Er flitzt den Kappador hinterher und tackle ihn kaputt. Batz. Tja, Kappador. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Tja, du hast es wie durch ein Wunder geschafft, mich zu fangen. Das sollte belohnt werden. Du nicht, wir sind nun Freunde. Wir spielen mal wieder zusammen. Das nächste Mal verliere ich nicht. Ist okay, wenn du Garados bist, hättest du eventuell Chance, ne? Aber ein Garados am Land ist ja auch nichts, ne? Liegt halt wie so ein toter Fisch da rum. Okay, hier haben wir Kisten. 3 Stück anscheinend. Mit Bären. Oh. Komm, noch eine Bäre. Das ist keine Bäre, das ist ein Knilz. Hallo, Knilz. Guck mich nicht so böse an. Wo ist der denn hin? Wo ist das Knilz denn jetzt hin? Gut, dann gehen wir zum Besaflor. Oder? Wenn ich das Knilz noch irgendwie vielleicht sehe, dann... Da ist das doch. Dann nehme ich es noch gerne mit. Hallo, Knilz. Als Mauermanky im Hintergrund. Eigentlich bin ich ja eher der Typ für muffige, klamme Orte. In der Höhlenzone muss es toll sein. Dort gelangt angeblich nicht ein einziger Strahl Tageslicht hin. Übrigens, ich habe aus meiner Kiste heraus einen Trick für Bisasams Spiel mitbekommen. Man muss beim Startschuss anfangen zu sprinten. Was, du möchtest mit mir Fang spielen? Ja, gut, dann mache ich das nochmal. Gut, dann kannst du ja losgehen. Los, fang mich. Okay. Knilz. Geh mal aus dem Weg. Die anderen Pokémon nerven so ein bisschen, eventuell ein bisschen, ne?
Aber wenn die im Weg sind, dann knall ich sie halt weg, ne? Wegknallen. Du hast mich erwischt. Du bist einfach eine Wucht. Komm, lass uns Freunde sein. Jo, also erst Freunde. Das Spiel kam übrigens 2010 raus. Ich glaube so um den Dreh, wo Diamant und Pearl auch erschienen sind. Das heißt, die Pokémon aus Diamant und Pearl sind mit drinne in dem Spiel. Und ja, gut. Ist ja nur eine Randnotiz. Das heißt, es werden keine schwarz und weiß Pokémon vorkommen und keine XY-Pokémon und auch keine Sonne-Mond-Pokémon, sondern einfach nur die ersten vier Generationen hier. Sind ja auch eine Menge, ne? Wobei auch nicht alle Pokémon hier drin vorkommen. Gut, der lacht sich ja schief. Fragen wir mal, was Sache, was Phase ist. Was ist? Soll ich dieser Flur durchlassen? Sagst du? Niemals. Gesetz ist Gesetz, dieses Tor muss durchgehend geschlossen bleiben. Das gilt ganz besonders für zwillige Gestalten wie dich. Es sei denn, ich habe gerade wieder etwas Platz im Magen. Bring mir 200 Bären und ich öffne das Tor für dich. Oh, du hast 200 Bären dabei. Dann greife ich mal ganz ungeniert zu. Was sagst du da? Du bist ein Freund von Indivir, die vorhin entführt wurde? Ja. Dann bist du also gekommen, um deine Freunde zu befreien. Oh, was für eine selbstlose Tat. Na gut, komm, Kommando zurück. Hier hast du 170 deine Bären. Oh, danke. Das überrascht dich jetzt, oder? Ach was, bedank dich doch nicht. Hätte ich 200 Bären gegessen, hätten sie mir nur schwer im Magen gelegen. So, jetzt öffne ich das Tor für dich. Danke. Danke. Bis später, sag's doch kein weiter, aber ich stehe von hinter dir, Mann. Und als Dank für all die Bären verrate ich dir einen kleinen Trick, der dir im Kampf helfen könnte. Wenn du deinem Gegner direkt gegenüberstehst, kannst du seinen Angriff blitzschnell nach links oder rechts ausweichen. Na, wusstest du das schon? Ja, ist okay, gut, machen wir. So, jetzt holen wir erstmal unsere Freunde zurück. Also Indibi zu retten. Das tun wir jetzt. Pikachu, was tust du da? Das ist ja nett. Oh, was ist so? Wisst ihr, woran mich das gerade ein bisschen so erinnert? So Jabba the Hutt, ne? Star Wars und Indibi ist hier Leia. Wirklich, ne? Erstmal ernsthaft jetzt. Pikachu, du bist wirklich gekommen. Was willst du von mir? Wie? Ich soll Indibi wieder freilassen? Dann bist du also hier, um deine Freundin zu retten. Hör mir mal gut zu. Ihr wart diejenigen, die zuerst gegen die Regeln verstoßen haben. Wenn ich jetzt kein Exempel statuiere, nehmen sich die anderen noch ein Beispiel an euch und verbreiten ihr Chaos. Wenn du Indibi unbedingt zurückhaben willst, musst du zuerst den Wettstreit gegen die Aufseher dieser Zone, Klebunkel und Habitak, gewinnen. Dann reden wir weiter. Gut, Klebunkel und Habitak haben wir beide schon gesehen. Ich glaube, Klebunkel war hier gleich sofort und Habitak war bei diesem Spielplatz, ja, zu sehen. Ja, natürlich. Ist echt eine coole Ladezone, Ladedingens. Ja, ist okay. Klebunkel. Wie? Bisaflor, möchtest du gegen mich zum Kampf antrittst? Habe ich wohl keine andere Wahl. Oh, dieser Schurke. Dieser Spalter. Mann, bin ich verwegen. Willst du ihn bekämpfen? Ja. Alles klar, dann lass es krachen. Ring frei. Gut, Klebunkel. Oh, was? Aua. Haha. Haben wir das nicht gerechnet, ne? Nein! Ich setze mal verkehrte Seite an. Ich muss ihn angucken und dann BATS! Ich muss ihn mir zuerst anschauen mit Elektro. Sonst wird das nix. Und das, wo ich dir doch die Bären drücke und sogar noch einen Tipp gegeben hatte. Das ist ein bisschen Rücksicht. Da ist ein bisschen Rücksicht doch wirklich nicht zu viel verlangt. Was? Das war eben nur die Hälfte deiner wahren Stärke? Natürlich. Dann kommt vielleicht sogar jenes Pokémon zurück, das nach einem starken Gegner für sich sucht. Der Buckel ist jetzt dein Freund. Ein Pokémon zurück. Oh, ein Sichlor beim Spielplatz. Da müssen wir ja eh hin. Ein Sichlor. Das sucht also nach einem starken Gegner. Wollen wir es fertig machen? Dann machen wir das fertig. Danke. Ich laufe ja schon. Es tut mir leid. Aber eigentlich ist dieses Spiel doch sehr knuffig und sehr toll. So, wo war das? Sichlor. Irgendwo hier war es doch.
Ich höre das Habitat. Huch. Ah, da ist er schon. Wie? Peter Flöbel will, dass du einen Wettstreit mit mir austrägst? Aber das sehe ich als Beweis deines Vertrauens in mir an. Also, wie sieht's aus? Willst du dich an Turnübung versuchen? Ja. Alles klar, auf den Kampf. Turnübung ist eine Formel des Wettstreits, bei der du dich unter Zeitdruck bis zu deinem Gegner durchschlagen musst. Arbeite dich mit ein paar gezielten Sprüngen zu deinem Gegner vor. Lass dich nicht gleich entmutigen, sondern kämpfe bis zum Ende. Okay, ich soll zur Habitat hin. Gut, dann tue ich dies. LOL. Ich fühle mich plötzlich so klein. Ich hab dieser Flors Vertrauen in mich enttäuscht. Aber nach dieser Niederlage können wir eigentlich gleich Freunde werden. Habitat ist jetzt dein Freund. Supi. So, Sichlor. Wo bist du? Die Steuerung ist mit dem D-Pad ein bisschen komisch. Was haben wir hier? Oh, shit. Ich wollte da nicht... es darf wieder hier komplett hoch, Alter. Es darf wieder komplett hoch. Wieder komplett. Dabei ist die Steuerung echt nicht Bombe. Aber gut. Na? Alter, ich fühle mich so, als wenn ich, keine Ahnung, ein Spiel aus... auf ein Ding ins Spiel, Alter. Oder PlayStation 1. Paar Dingens waren das. Okay. Gut, ich sehe hier aber auch keinen Sichlor. Ist das hier in die Ecke? Da ist ein Sichlor. Hallo, Sichlor. Du suchst nach einem starken Gegner? Sichlor. Ich bin auf der Suche nach einem starken Gegner. Genau, dann meine ich zum Beispiel jemand wie dich. Wie wäre es in einem Kampf? Ja. Alles klar, dann lass uns kämpfen. Los, greif mich an. Oh Gott, oh, ich habe Schiss. Ich habe ein bisschen Schiss. Muss ich zugeben. Autsch. Aber er hat kassiert. So. Keine Chance gegen mich. Das mächtigste Pikachu aller Zeiten. Aua. Das ist unfair. Ah. Dieses Mistvieh, Alter. Ach, Sichlor ist schon ein cooles Pokémon, ne? Das ist wirklich cool. Gut, lass mich dein Freund werden. Nach jemandem wie dir habe ich so lange gesucht. Suchst du nach starken Pokémon? Versuch mal in der Steinzone. Sichlor ist jetzt dein Freund. Cool. Kann ich jetzt Sichlor steuern? Ich möchte Sichlor sein. Na gut, wir haben Habitat und Kilbunkel gemeistert. Ja. Dann wollen wir jetzt doch mal zu Bisasam. Zu Jabba. Also das ist doch eine Anlehnung an Jabba. Ich meine das ernsthaft. Eine Star Wars-Anlehnung. Was steht hier auf dem Schild nochmal? Das habe ich den schon gelesen. Hier entlang zu Lianen Hopp mit dieser Flur. Spielen auf eigene Gefahr. Oh, ich hoffe, ich schaffe das. Ich hoffe, ich schaffe das echt. So. Auf zu Bisaflor. Ja, natürlich. Mann. Bisaflor wartet schon und der Dibi will auch gerettet werden. Die ist ja gefesselt, wie es ausschaut, ne? Naja, nicht so wirklich. Aber gut, Bisaflor. Was sagst du da? Du hast die Bunkel und Habitat im Wettstreit besiegt? Na gut, versprochen ist versprochen. Aber sei gewarnt. Ich will dich nie wieder dabei erwischen, wie du an einem Spiel teilnimmst. Nein, Moment mal, das ist einfach nicht richtig. Die Pokémon hier brennen richtig darauf an, den Spiel teilzunehmen zu dürfen. Und wofür ist überhaupt dieses viel strenge Gesetz gut, dass keiner die Grünzone verlassen darf? Warum kannst du nicht einfach für unseren Spaß gönnen? Weil ich fett bin und niemand anderes was gönnen, Junge. Nicht in diesem Ton, bitte. Ich werde dir sagen, warum ich euch nicht erlaube, an einem Spiel teilzunehmen oder die andere Zone zu betreten. Weil es zu gefährlich ist, deshalb. Ihr bleibt also gefälligst hier und haltet euch an meine Regeln. Ich glaube, diesen Typen langsam satt. Los, Pikachu, zeigen wir es ihm. Dass wir zusammen das Spiel, jedes Spiel meistern und dabei ohne Ende Spaß haben können. Genau, gezwungener Spaß. So, du möchtest dich also an meinem Spiel versuchen. Das könnte interessant werden. Wenn du den Lianenhopp meisterst, ändere ich die Regeln dieser Zone. Wenn du es schaffst, hebe ich das Spielverbot auf.
und gebe den Weg zum Treffpunkt wieder frei. Möchte für 5 Bären Leon. Ja, mache ich. In Ordnung, ermöglicht der Lianenhop beginnen. Schaukle an der Liane und spring so weit du kannst, um Rekorde zu knacken. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich hoffe, ich schaffe das echt. Halt die Wii-Verbindung aufrecht und schwinge sich abgebildet. Okay. Versuchen wir es. Hopp. Ach, ja, okay. Ja, ich versuch's nochmal. Ich. Warum die neue Bestleist? Toll! Erneut. Nee, wir machen das besser. Wir machen das wesentlich besser, mal gucken. Man darf halt nicht so. Nicht nach oben. Man muss. Schon genug Speed haben. Aber man muss auch dran denken. Dass man auch rechtzeitig. Ja, man, geschafft. Dass man auch rechtzeitig in diesen in einen guten Timing abspringt. Sehr wichtig. Cool. Haben wir es gemeistert. Sehr gut. 100 Bären. Ja gut, habe ich einmal verloren. Es tut mir leid. Es tut mir ja leid. Tut mir echt leid. Aber muss ich erstmal damit befassen. So, wir haben diesen Bisaflor, diesen fettigen McFett-Fett-Burger da. Der Bisaflor sieht doch tatsächlich aus, als wenn man ihn so zwischen so ein Burgerbrötchen packen könnte, oder nicht? Jetzt ein bisschen. Guck mal, das Salatbeilage sogar. Und glaub ich, du hast tatsächlich den Lianenhop gemeistert. Dann halte ich an mein Versprechen. Du darfst nun jederzeit an meinem Spiel teilnehmen. Ich lasse jetzt das Tor zum Treffpunkt öffnen. Nun, komm schon, Bisaflor. Wovor hast du eigentlich Angst? Die Pokémon der Grünzone sind nicht so schwach, dass du solche Angst um sie haben musst. Hast du nicht die strahlenden Gesichter von Pikachu und seinen Freunden gesehen? Du selbst hattest auch eine jede Menge Spaß dabei, oder? Tief in dir drin weißt du doch, dass ich recht habe, nicht? Du bewegst dich auf ganz dünnem Eis, Freundchen, aber du hast ja recht. Ihr habt euch völlig furchtlos in mein Spiel gestürzt und dabei sogar noch unentwegt gelacht. Ja, euer Mut hat mir bewiesen, dass ich euch vertrauen kann. Ich werde, wie versprochen, das Tor zum Treffpunkt öffnen lassen. Um mein Spiel für die Öffentlichkeit freizugeben. Und das habe ich für dich, Pikachu. Das ist ein Beweis dafür, dass du den Lianenhop gemeistert hast. Was denn? Oh! Unser zweiter Prismensplitter von 14, glaube ich, ne? Und nun hören wir zu, Pikachu. Ich habe das Tor zum Treffpunkt nicht etwa grundlos geschlossen. Kennst du Empoleon, den Meister der Strand- und Eiszone, und Logok, den Meister der Höhlen- und Magmazone? Wir haben uns gestritten, weil wir unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft des Poképarks hatten. Ich schloss das Tor nur, um die Grünzone vor ihnen zu schützen. Doch nun möchte ich mich wieder mit den beiden versöhnen. Bitte begib dich in die Zonen, über die Empoleon und Logok wachen, und setze sie darüber in Kenntnis. Hilf mir dabei, den Poképark wieder zu vereinen. Wahnsinn, Pikachu, das ist eine echt wichtige Aufgabe. Das wird ein riesiges Abenteuer. Dann wollen wir doch mal sehen. Was hat es wohl mit diesem berüchtigten Treffpunkt auf sich? Du findest ihn, wenn du diesen Ort verlässt und dich dann links hältst. Ich sehe mich dort schon mal um. Nein, kein Grund zur Sorge. Grund zur Eile, Pikachu. Nutze ruhig die Gelegenheit, um hier in der Grünzone noch ein paar Freundschaften zu schließen. Sollte bisher im Spielverlauf gespeichert werden? Ja, kann man machen. Danke. Gut, dann würde ich mal sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaltet beim nächsten Mal bei Pokepark wieder ein. Hat mich sehr gefreut. Im nächsten Part gehen wir, halt's mal auf dieser Flur, im nächsten Part gehen wir zum Treffpunkt. Vielen Dank fürs Zusehen und haut rein, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Park. Ich sag's schon wieder.